Prinz Gabriel von Schweden. Alle Details zur Taufe. Der kleine Prinz Gabriel von Schweden wird am 1. Dezember in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen. Vielleicht verschläft er das Wichtigste, vielleicht wird es für ihn aber auch ein ebenso aufregender Tag wie für seine Mutter, Prinzessin Sophia, 32, seinen Vater, Prinz Karl Philipp, 38, und seinen großen Bruder, Prinz Alexander, 19 Monate. Alle Details zur Schwedentaufe. Der Ablauf: Getauft wird der kleine Kerl in der Kapelle von Schloss Drottningholm, das westlich von Stockholm auf einer Insel inmitten des Mälarensees liegt. Im Südflügel des Anwesens befindet sich auch der private Wohnsitz von König Karls wie Gustav, 71, und seiner Ehefrau, Königin Silvia, 73, minus das Stockholmer Schloss dient dagegen als Amtssitz und für Repräsentationszwecke. Die nächste Kronprinzessin, noch Prinzessin Estelle, 5, minus wurde daher auch in der Kapelle dieses Stadtschlosses getauft. Die Taufgesellschaft wird am Freitag zwischen 11 Uhr und 11:40 Uhr eintreffen, wie der Palast auf seiner Homepage bekannt gibt. Der Weg des Prinzenpaares mit dem Täufling vorbei an den Fans und Schaulustigen wird wegen des zu erwartenden Schneeregens allerdings mindestens etwas kürzer ausfallen als normal. Aber alles wird im schwedischen Fernsehen übertragen. Selbstverständlich auch der Taufgottesdienst, der um 12 Uhr beginnt. Im Anschluss daran, ab ca. 13 Uhr, wird der kleine Prinz mit 21 Salutschüssen vom schwedischen Heer gefeiert. Für die etwa 150 geladenen Gäste gibt es erst einen Empfang mit Geschenkübergabe und danach ein Mittagessen im Schloss Drottningholm. Prinz Gabriel wird bei all dem in der goldenen und uralten Festtagswiege der Königsfamilie liegen und hoffentlich friedlich schlummern. Das Taufkleid: Prinz Gabriel, Herzog von Dalarna, wird bei der Taufe das traditionelle Kleid tragen, in dem schon so viele schwedische Prinzen und Prinzessinnen vor ihm getauft worden sind. Der erste war Prinz Gustav Adolf, 1906-1947, im Jahr 1906. Zuletzt wurde diese prominente Verwandtschaft in das cremeweiße Gewand aus Baumwolle, Seide und Spitze gehüllt, Kronprinzessin Victoria, 40, und ihre beiden Kinder Prinzessin Estelle und Prinz Oskar, 21 Monate, sowie Prinzessin Madeleine, 35. Und ihre Kinder Prinzessin Leonore, 3, und Prinz Nikolas, 2. Und natürlich haben es auch der Vater und der Bruder des Täuflings getragen. Alle Namen sind ins Futter des dazugehörenden Umhangs eingestickt worden. Das Taufwasser stammt übrigens seit Baby Victoria aus einer Quelle auf der schwedischen Insel Öland, eine Tradition, die das amtierende Königspaar eingeführt hat. Der König selbst wurde noch, wie es bis dato üblich war, mit Wasser aus dem Fluss Jordan getauft. Wer sind die Paten? Die Taufpaten hat der Hof traditionell am Tag vor dem Ereignis bekannt gegeben. Demnach übernehmen das Ehrenamt Prinzessin Madeleine und Sarah Hellqvist, die jüngere Schwester von Prinzessin Sophia.
Kronprinzessin Victoria und Sophias ältere Schwester, Lina Frey, sind bereits Patinnen von Prinz Alexander. Und noch ein Familienmitglied wird Pate, Thomas de Toledo Sommerlath, der Neffe von Königin Silvia und Cousin von Prinz Karl Philipp. Aber nicht nur Verwandte des Prinzenpaares werden Paten, so listet der schwedische Königssohn auch Oskar Kühlberg, einen Geschäftspartner von Karl Philipp. Die fünfte im Bunde ist Carolina Bill, eine Freundin von Prinzessin Sophia. Die Frage aller Fragen: Damit sind eigentlich alle wichtigen Fragen geklärt. Bleibt also nur noch eine übrig: Wie wird sich die große Kleinkinderschar bei der doch recht hochoffiziellen Zeremonie benehmen? Eine, die sich in Sachen Pfeife aufs Protokoll schon länger immer wieder besonders witzig hervortut, ist die dreijährige in New York geborene Prinzessin Leonore von Schweden. Mal sehen, was sie sich am Freitag so einfallen lässt.